mir will ich jetzt nicht viel sagen, sondern zu dem, ja, dem Thema. Das ist ganz interessant, dass sich das so, dass hier die Unverbindlichkeit, man sagt zu und kommt nicht, das ist auch irgendwie typisch für unser Leben, denke ich manchmal, für unsere Zeit, dass so, man hat ja so viele Ausweichmöglichkeiten, man geht dann lieber, macht mal was, was bequemer ist, aber ich sage mal zu und kommt dann doch nicht, das ist ja fast schon ein Fake News dann. Naja, also ich habe da, es geht auch um Sprüche und eigentlich kann man, oder Frau, also wenn man spricht, dann geht es ja manchmal um Wörter allein, also Mann oder Frau kann alles verlieren, den Glauben, das Wissen, die guten und schlechten Dinge, die Gesundheit kann man auch verlieren, den Mut und die Tatsache, dass man dies und nach vergisst, macht allein die Zeit zu einem einzigen Trost. Oh, ist das jämmerlich und untröstlich. Jetzt genug. Wenn ich etwas nicht sagen kann, dann muss ich es eben singen. Drüber steht die Gitarre, sie singt sanft und leise und zart und säuselt vor sich dahin. Ich habe dann zu dem Thema ein Lied komponiert, das ich nachher dann nach diesem Text einführende Worte singe. Mit der Gitarre, die wartet. Dann wird der Gedanke mit dem Körper gebunden. Der Herzschlag und der Rhythmus, die Melodie rücken ein wenig näher zusammen. Allerdings sollte auch der Text im Körper irgendwie drin sein, der gesungen wird. Also entweder auswendig gelernt oder man summt und singt was einfach so mit, weil man sofort irgendwie mal so in den Rhythmus geht. Und dann kann man was besser ausdrücken. Also das hat meine Mutter und mein Vater, die haben das immer gesagt, so, ja, dann sing es eher, wenn es nicht sagen kann, ich trinke erst mal was. Also das Gedächtnis lässt leider nach mit der Zeit und selbst verankertes, eingeprägtes nimmt somit ab. Als stünde am Ende gar nur ein Wort, wie der Spruch, am Anfang war das Wort. Und dann noch das A, der Beginn, oder das O des Omegas, des Endes, sowie das T des Todes. Der Mensch schreibt von unterschiedlichen Geistern beseelt. Der Geist des Humores ist sehr lebendig und lebensbejahend, aber der Geist des Göttlichen möchte über allem stehen. Wehe dem Schreiberling, der es wagt, an dem Göttlichen zu rütteln oder irgendwas Neues dazu erfindet zum Göttlichen. Oder, ja, aber die Kirche muss es ja interpretieren. Ne? Man kann ja fast niemand eins auf eins das glauben, was im Glaubensbuch steht. Aber egal, unsere Zeit braucht den Glauben an Wahrheit. Sie braucht wirkende Worte, Schriften, die leben. Sie können im Inhalt und können komplex Richtungsweisen bleiben, aber es bleiben Schriften. Vom Menschen gemachte Geistesausdrücke, auch wenn sie sich göttlich nennen, so wissen wir doch heute, dass es keinen Teufel gibt oder dass es keine Hölle gibt und keine Hexen, noch weniger Werwölfe oder Vampire, wenn wir dann weiterdenken, auch keine Elfen und keine Wichtel. Also es entspringt der menschlichen Fantasie, der Geist öffnet sich gerne, auch öffnet es sich für das Göttliche und das Unmögliche des wird im Göttlichen oder wird wahr im Geist, Unmöglichkeiten kann man sagen. Denn die Freiheit wurde in einem Körper geboren. Denn die Freiheit wurde in einem Körper geboren, damit dessen Geist das Leiden erträglicher machen kann. Also es wird gesagt, die Freiheit ist das Schwierigste, womit der Mensch umzugehen hat. Aber seine Freiheit im Geiste ist auch das natürlichste und entspannendste Ausgleichsmittel, das Körper und Geist wieder verbindet. Aber jetzt zum Spruch, also ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich frei und ungeniert. Es gibt auch andere Varianten, lebt sich gänzlich ungeniert. Wilhelm Busch. Der Ruf,
das Ansehen in der Gesellschaft entspringt aus der Entwicklungsgeschichte einer Gemeinde oder Kleingruppe oder eines Staates. Dieser Ruf ist öffentlich und zeigt ein Porträt eines Menschen, der für diese Gesellschaft soziale Dienste geleistet hat oder andere Auffälligkeiten tat. Kurz, man wurde bekannt und benannt. Das ist ein Ruf. Zuerst meist positiv und brav angepasst. Dieser Ruf kann den Gerufenen ruinieren. Wenn der Gerufene sich berufen fühlt, entgegenzurufen. Es ist eine laute Sache, sich berufen zu fühlen und aus der Normalität auszubrechen. Also ruft, ruf! Wird eine Ursprünglichkeit gesucht, die wieder alle Menschen verbindet. Aber dieser formlose, umfassende, fast kindliche, es wird keine Menschengruppe ausgegrenzt. Es wird sogar ein sich eins fühlen mit der Natur empfunden. Die Regeln des Anstandes und der Sitte sind als Rufender zu übertönen, damit der Ruf wirkt. Dann kommt die Tat oder kommen die Taten, die die gescholtenen, gut Berufenen aus ihrem Konzept bringen. Was nicht passt, wird rausgeworfen, kommt raus in den grauen Bereich oder wie man es nennen will. Als rausgeworfen hast, so sagt das Sprichwort, lebt man frei und ungeniert. Wir haben Herr Schollberger. Und um als Rausgeworfener nicht allzu sehr zu leiden an der Trauer des Gemeinschaftsverlustes, erfährt er die schwierige und Nähe zur Freiheit. Er sucht Freiheit des schweigenden und dennoch existenten Scheinwesen oder Scheinmenschen. Er trauert und traut sich allein mit vielen Geistern zu sein und nicht existieren, die nicht existieren, ihm aber gut tun, weil sie ihn akzeptieren und nicht ablehnen. Aus diesem Zustand heraus ist er bereit, ungeniert zu leben. Also er schafft einen Ausgleich, als löse er einen Knoten. Der Mensch will ja in der Gemeinschaft leben, das will ich damit ausdrücken. Mit sprechender Energie werden alte, verkrustete Höhlen aufgebrochen. Mit sprengender Energie, Entschuldigung, sprechen wir auch nicht schlecht. Die Verheimlichungen der pubertär bedingten Körperentwicklungen zum Beispiel, das sind so Sachen, wo man sich schämt. Oder längst Verdrängtes, wie wenn die Schwester einem in ein Poolloch einsteckt oder sowas. Weil da auch Tabus drüber gelegt werden. Und es lebt sich frei und ungeniert. Diese Scham hat keinen Sinn mehr, aber hat erst dann keinen Sinn mehr, wenn die Scham den Schämenden nicht mehr schützt. Durch das Verbergen und Unschönen und Unbekanntem ist das Verbergen durchaus sinnvoll. Das Verborgene wird mystifiziert, es bekommt einen Schleier und wirkt wie ein Filter. Wenn aber Probleme wie Knoten aufgelöst werden, braucht man nicht mehr sich zu schämen. Also Auflösung ist ungeniert und frei, kann man eine andere Lebensphase beginnen. Das wäre eine Auflösung, eine andere Lebensphase. Es braucht alles seine Zeit. Das ist jetzt mein Schlussspruch. Oder am Ende liegt ein Anfang.
Was begann als eine Symphonie, ist jetzt ein Blues und mit einfachen Melodien. Wenn doch alles nur so einfach wäre, wie die Musik sie in dem Leben seine Schwere. Und ich rufe euch entgegen. Chance gegeben habt. Jetzt bin ich frei und ihr bleibt dabei. Und ich rufe euch entgegen. Ich rufe euch.